29. Juli, Montag. Ausgangsordnungsroute 217. Hyperbahn erhalten. Eis erhalten. Terminal 7 erhalten. Fahrt 08 erhalten. Schneebedecke vor einem Tag. Mareike besiegt bei Route 217. Und damit willkommen zu einer weiteren kalten Folge Pokémon Bloody Bloody mit mir, dem Terminus, hab ich Tränke. Ja. Das letzte Mal hat Hypnose immer getrifft. Ist die beste Attacke im Spiel. Logischerweise. Und ich versuche jetzt endlich fertig zu werden mit dieser Route, weil die geht mir doch minimal. Ganz klein wenig auf die Nerven. Ich weiß, ihr glaubt mir nicht. Ich glaub mir selber nicht. Hey du, ich habe eine neue Route. Ich habe jetzt schon vergessen, wie ich Schneebedeck gefangen habe. Das stand gerade noch da. Das ist nicht meine Karte. Ich bin verwirrt. Bitte schick einen Arzt. Tagebuch, Kampfkamera, Karte. Das ist gerade so laut für mich. Warum? Okay, am Stärkäufer. Kann ich was fangen? Das heißt Stärkäufer. Das ist so. Aber das ist nicht Stärkäufer. Ist ach du Scheiße, ja, Sigi, Junge. Stärkäufer ist erst später. Eigentlich sollte ich fast besiegen. Aber irgendwie habe ich gar keinen Bock auf dich. Da tut mir fast leid, aber nee. Nee. Du nicht, mein Freund. Hilfe. Stärkäufer. Hallo, Marcy Banger. Langsam. Wie in Mario Kart. Ey, ich verprügel den Jungen. Ich sage dir. Ich krieg dich, Marcy Banger. Mann, Bitch, einfach nur. Ich will jetzt. Oh, fuck. Ich meine, wahrscheinlich kann ich es duxen. Was auch immer, könnte ich mal. Aber ich will ehrlich gesagt nicht darauf zurückgreifen müssen. Hure! Ich bin ein bisschen müde, ey. Hab ich nicht! Was habe ich gerade für Wasser-Pokémon? Ich habe Fratz. Ja, gut. Wird ein Moppy! Wird ein Moppy! Lass mal sehen, was haben wir schönes. Schadenspore. Rinnen die Grütze. Kann ich nicht schwächen? Eigentlich darf ich mein Flugzeug nicht benutzen, oder? Soweit ich weiß, darf ich mein Flugzeug nicht benutzen. Ich mach's mal nicht, weil ich glaube, es ist mir vielleicht sogar immer tot gegangen. Das weiß ich alles nicht. Hyper, super Schall. Okay, versuchen wir es nochmal. War gut, dass er nicht getroffen hat, weil die verwirrende. Die Para hätte das ausgestollt. Ist alles Taktik, was ich hier fahre. Super Hupa Hupa Bupa Strahl. Hupa Bupa Strahl, ja! Warum ist das so bunt? Das ist wie ein Kaugummi. So sehen auch meine Augen aus. Oh. Warte! Wie wär's denn? Nein! Ich sollte das Wetter ändern, das ist nicht cool. Kann ich dich anschwächen? Bist du. Du bist ein Eis-Pokémon, das will der HGB schon. Okay. Ja, hau dich selber. Frostball ist nämlich gar nicht cool. Funktioniert auch. Funktioniert absolut. Oh, meine Augen. Ich habe ein bisschen Angst vor der Arena, weil der Obama-Schnee war über Level 50. Rain Dance! Warte. Vierfach resisted ist mein Eiszahn, oder? Ich weiß, das klingt wie eine unglaublich blöde Idee. Aber ich werde einen Eiszahn machen. Komm schon. Vierfach. Du bist Level 30. Du stirbst jetzt, oder? Okay. Das ist gut für mich. Ich nehme das. Aber sei nicht mehr verwirrt. Das ist doch schön. Körper. Schlatschi. Schmatschi. Ich brauche eigentlich gar keine weiteren Wasser-Pokémon. Eiszahn!
Und ja, ich muss mich jetzt fangen, wer geht nicht. Miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Er hat mir gehauen mit seinem Fetch-Bubble. So, du bist blau. Ich werf blauer Ball. Das ist besser. Drück A und B-Knopf. Ich hab da immer N und R gespammt. Damals, als ich Pokémon gefangen habe. Auf Game Boy Advance. Auf Game Boy Color tatsächlich nicht. Weil es gab keine L- und R-Knöpfe. Ich weiß, bescheidene Zeiten, Applaus. Es rollt über Eisschollen, um Land zu erreichen, da sein Körper zum Schwimmen nicht geeignet ist. Warum nicht? Was willst du damit sagen? Ja, bitte. Wie heißt denn das letzte? Walreiser, oder? Ich nenne dich Rollibert. Rolli-Berta. Warte. Oh, damit er geht. Dann bist du Rolli-Berta. Okay, ich dachte gerade, es nimmt nicht auf, weil der Großteil schwarz ist gerade, aber der obere Bildschirm ist schwarz. Ich gucke nur links auf OBS und denke mir, was? Aber ja, okay. Weil für mich sind beide Screens gleich groß. Die habe ich nur, weil der untere Screen Pokémon ein bisschen unwichtiger ist, kleiner gemacht. Denke ich am Arsch, dass ich jetzt mal ganz kurz. Code in der Hose. Oh, ein ganzer. Ganz im Hyperball. Da fällt mir ein, die Hypertränke sind ja hier gar nicht scheiße, so wie in den neuen Spielen. Und Revo auch. Da muss ich mir echt Top-Tränke kaufen. Das ist Heilfried, ich heil Pokémon. Ja, bitte, bitte heilen. Also welche Pokémon habe ich eigentlich gerade im Team? Habe ich noch ein Pokémon, was ich ins Team packen kann für die Arena? Ja. Schwerina ist es nicht. Ja, ich hab Fingergicht. Ja, lass sehen, was haben wir so? Ein Tohaido. Dr. Geschenk. Wow, ich bin so stolz auf mich. Ich mein, Grebutak. Ich sehe. Schnegge. Wieso bist du fucking Level 60? Was habe ich falsch mit dir? Pass mal auf. Schnegge, komm mal mit. Was hast du überhaupt für Attacken? Ich weiß es nicht. Du. Lass doch mal sehen. Ich will dich verstehen. Du. Flammensturm. Sturm mit 80, absolut okay. Kann Verbrennung erzeugen, außer Anwender. Okay, das ist die Attacke, die alle Gegner trifft. Ich habe Amnesie. Genesung, aber Genesung ist Bullshit. Wir reden jetzt mit Heidelberta. Übrigens, hallo. Gagagawawa, yes. Das sage ich auch jeden Morgen. Ja. Das wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also das ist nämlich empfindlich gegen Pokémon vom Typ Kampf. Nee, das glaube ich nicht. Weil du bist schwach und kacke. Dir glaube ich nicht. Kann ich hier oben vor dem Tempel Pokémon fangen? Nicht, oder? Hier gibt's nichts. Nope. Nee. Warte, hier will irgendwer irgendwas tauschen. Vielleicht. Ich glaube, hier muss man sogar im Originalspiel Alpollo tauschen. Ja. Nee, du kriegst einen Alpfollow. Ja! Nein. Aus dem Weg, Weichei. Ich muss jetzt Tränke aufs Stockern. Ich glaube, gerade Hypertränke habe ich nicht mehr so viele. Was gibt's hier Cooles? Timerbälle? Oh, ich habe 10. Ja, lassen wir mal dabei. Wir müssen aber bald zur Speersäule. Aber jetzt ist erstmal. Du, 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 du.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist okay. Zonk. Jetzt kann ich wieder schön geizen. Gehen wir aber mal 38. 50 sollten erstmal reichen davon. Ihr seid die Sorgenkinder. Machen uns pleite. Wie wär's mit ein paar Belebern? So müde bin ich jetzt tatsächlich auch nicht. Überheiler. Gib mir mal zumindest 7. Ist, glaube ich, gut zu haben. Weil die Eisarena, die wird böse. Die wird. Ich habe ein bisschen Panik. Vor allem, weil mein Team halt gerade irgendwie gar keine Lust auf Eis-Pokémon hat. Wir versuchen jetzt einen Trainer. Und gucken einfach, was passiert. Ich habe Fratz und Laschuqueen. Wenn ein böses Pflanzen-Pokémon kommt, habe ich ein Problem. Ich muss niesen. Aber ich will nicht. Ich weigere mich. Wir gehen sowieso wieder aus der Arena. Das Rätsel jetzt anfangen hat keinen Sinn. Töte mich. Komm. Ich muss auch Kali vielleicht fragen, welches Level. Es ist Level 70. Es ist ein Einzel-Pokémon. Komplettes Team. Ja, aber es ist Level 70. Ich glaube, ich mache erstmal den Hagel weg. Und dann ist der Blizzard schlechter. Und der Hagel tut mir nicht weh. Bam, genau so muss das. Genauso will ich das. Genauso soll das. Und jetzt tanzen wir. So. Weißt du was, wenn das so ist, dann tanze ich nochmal. Du kannst dich nicht halten, solange du voll bist. Aber jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Ich würde niemals für Wurzel einsetzen. Gerade nicht in Bloody Platin. Weil wenn das Team dann ein Feuer-Pokémon hat und ich kann nicht mehr wechseln, dann ist es schlecht. Habe ich gehört. Weißt du was? Nassschweif ist jetzt besser als Eiszahn vom Schaden her. Eiszahn wäre neutral 60, 65. Nassschweif ist jetzt durch den Regen neutral mit Step 80 oder so. Oder was hat. Zack. Ist jetzt dann Regen stärker. Komm, Tuit muss es sein. Ja gut. Wandelt wäre auch nicht. Okay, das ist gut. Das ist gut, gut. Ich habe nur immer noch Angst. Wartet, wenn die... Was ist, wenn... Wie heißen die? Frieda? Ich weiß nicht. Heidelberta hat gerade irgendwas gesagt. Und ich habe schon wieder vergessen, weil ich höre immer zu. Wenn die eine Hidden Power Elektro hätte, dann wäre ich so voll im Arsch. Warum auch immer sie Hidden Power Elektro kämpfen wir halt nicht. Haben sollte. Aber hey, ich mache mir ja nur Sorgen. Lass mal sehen. Oh! Vor dem habe ich tatsächlich Angst. Vor dem hässlichen Burschen habe ich tatsächlich Angst, wenn da ein guter Geschenk. Ein gutes Geschenk trifft. Nee. Fratz! Das war kein guter Geschenk. Das war nicht der gutere Geschenk. Das war schlechter Geschenk von die Almigurt. Ich weiß nicht, wie es auf Almigurt kommt. Ich bin echt müde. Ich bin. Schlafen wir irgendwann im Einsee? Das können wir mal sagen. Chibrus, Huntus, Schwer und ich schliefen nicht. Nee, doch, aber wir haben noch einen Horrorfilm angeguckt. Dann war ich bis Einsee wach, da bin ich pennen gegangen, bin um 4 wieder aufgewacht, weil Schlafen ist unwichtig. Und jetzt bin ich müde. Es ist 8:45. Ich glaube, ich mache nur die Folge, was heißt keine Arena-Leiterin. Du bist ein Bitch. Hast du... Welche Fähigkeit hat Glaciola? Die Ausweichattacke? Es ist nicht die Heilfähigkeit. Aber ich glaube, das ist... entweder erhöhte Ausweichchance oder... Und da denke ich jetzt gerade an den Pokédex, weil mir würde keine Fähigkeit einfallen, die dazu passt. Erhöhte Verteidigung im Hagel. Und das gibt es nicht, glaube ich. Also es ist erhöhte Ausweichchance. Und das brauche ich auf Nassschweif jetzt gar nicht. Könnt ihr hoffentlich verstehen. Miau.
Im Regen ist Nassschweif immer besser als Eiszahn. Außer gegen Drachenbodenmon. Wobei. Doch. Wobei. Doch. Eiszahn ist bei Drachenboden besser. Oder bei Flugboden. Drache, Flug. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Vierfach effektiv ist Eiszahn immer noch besser als der Nassschweif im Regen. Nee. Bei Flugboden nicht. Dann ist Nassschweif im Regen wieder stärker, weil das dann quasi auch vierfach effektiv ist. Ich verwirre mich selber gerade. Auslass ist schlecht. Vor Auslass habe ich jetzt ein bisschen Angst. Weil ich muss in Laschokwien. Und wenn er jetzt einfach explodiert. Es hat ein Bedroher drin. Aber ich habe trotzdem keinen Bock. Stachler, du bist ein Arschkopf. Das ist okay. Verteidigung hoch, Spezialverteidigung ja weniger. Wir machen mal... Ich will fast nicht angeben. Wobei, solange nur Stacheln wirft. Aber wenn ich jetzt angebe und er explodiert. Ich werde nicht Angeber drücken. Ich werde auch nicht nachsehen, was aus das kann. Ich werde nicht Angeber drücken, weil eine Angeber-Explosion brauche ich nicht in meinem Gesicht. Oh ja, ich wollte angreifen. Aber weißt du was? Alles richtig gemacht. Jetzt kommt der Quadruple Protect. Gar kein Problem. Los geht's. Okay, es liegen 3 Lagen Stachler. Das einzige Pokémon, was ich wechseln würde, ist ein Flug-Pokémon. Also alles gut. Weg die Scheiße. Sturdy funktioniert noch nicht so. Das hat gar kein Sturdy, oder? Ich kenne halt nur Wertelink da drauf, aber Bruchrüstung vielleicht? Battle Armor ist das, glaube ich, im Englischen. Weiß ich nicht. Benutze ich nicht. Weil Wertelink ist doch nicht schlecht. Ja, die Bälle buggen ein bisschen rum. Das dürfte mir ja jetzt nicht so viel machen. Ist übrigens ein sehr feiner Eisstrahl. Wenn ich es friere, dann okay. Ist auch ein schönes Jubon. Das mir gustert mir schon so ein bisschen. Okay, die Arena ist machbar. Der gute alte Gulasch. Ich gehe jetzt trotzdem kurz heilen. Dann machen wir noch 1, 2 Trainer vielleicht. Haben wir links alles? Ich verstehe die Arena nicht, also ist egal. Einfach nicht drüber nachdenken. Aus dem Weg, Matrose. Ich mag Blitzach. So thematisch, auch mit der ruhigen Musik. Aber es ist halt echt abseits. Du gehst dann nie wieder hin, bis du die Top 4 hast, und dann fliegst du hin. Was die ganze Eisroute eigentlich kacke macht. Die ist einmal schwer zum Durchgehen und dann gehst du dann nie wieder durch. Das finde ich ein bisschen traurig. Das finde ich in Revo ganz witzig. Dass du halt relativ viel laufen musst. Wobei ich da wahrscheinlich auch in Sinnoh um die Untergrundbahn da freischalten kann. In Kanto konnte ich's. Yay! Du, Herr. Komm, lass Pokémon spielen. Und das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der letzte Kampf dann. Weil wir auf Richtung 20 zu gehen. Kommt drauf an, wie schnell ich jetzt das Firnentor klatsche. Firnentor fand ich jetzt nie so hübsch. Vor allem, das ist einer der Entwicklungen, wo ich sagen muss, wüsste ich es nicht besser, würde ich nicht sagen, dass Schnäppke das davor ist. Ja, aber hey. Ich bin schneller. Das ist gut. Was ich im Kopf habe, ist, Firnentor ist schnell. Und physisch glaube ich nicht mal so schlecht, weil die Mega spielst du physisch. Aber ich weiß, normales Firnentor nicht. Weil das finde ich auch kacke ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die Def waren jetzt nicht besonders hoch. Sie war aber auch nicht unbedingt fragil. Firnentor ist so ein etwas flotteres Base-Pokémon, oder? Also Baseline-mäßig unterwegs. Versteht ihr, worüber ich rede? Ich verstehe es nicht. Aber ich habe auch gerade so richtig... Ich werde gerade asiatisch. Ich habe so richtig die Schlitzis langsam. Wir machen noch einen Kampf. Habe ich dich schon? Dich habe ich schon. Ja. Nicht unter Spannung setzen, das sind... größtenteils Wassermann. Wie komme ich da hoch? I see. Du. Dann haben wir schon mal alle Trainer geklärt. Dann frage ich Kalle noch, welches Level Prinzessin Friedrich hat. Dann sollte ich das doch hinbekommen, hoffe ich. Wenn du keine Steinkante kannst, dann gehe ich gleich auf die Wasserklatsche und hole nicht erst den Regen. Mammutel übrigens ziemlich cool. Schade, dass ich keins habe. Arschspiel, ich sage dir.
Bist du so bulky? So bulky ist Mamutil tatsächlich gar nicht. Es ist auch so ein bisschen in allem gut. Nicht unbedingt das Schnellste, aber schnell genug für so ein fettes Schwein. Hab ich gerade voll geheilt. Voll geil. Kämpfen macht Spaß. Wir gehen trotzdem ins Spooky Center, bevor wir das machen, weil allein schon volle AP. Ich habe nur zwei Pokémon. Das eine greift wahrscheinlich bestenfalls mit Nassschweif an, das andere mit Psychokinese. Ich habe zwei Attacken. Auf zwei Pokémon. Wobei, Lashokin könnte auch Ding einsetzen, Surfer, Lashokin. Tut mir leid. Aber allein die Tatsache, dass wahrscheinlich ein Pflanzen-Pokémon kommt, lässt halt Psychokinese besser dastehen. Außerdem kann Psychokinese debuffen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren, Discord-Link in der Beschreibung. Klären wir's raus! Bis zum nächsten Mal und tschüss.